Hallo YouTube und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge LS17 auf der Map LPG Schwarze Pumpe 1988 mit dem Tom, den Matze und den Tino. Grüßt euch! Hey. Hallo! So, hier Tom, steht dein Gerät vollgetankt bis oben hin? Kontrollier nochmal. Ja. 163 Liter Kraftstoff drin, Reifen ist voll. War der Nummernschild, noch einmal sauber machen. Einsteigen, kurz Bremslicht drücken. Ja, ja, ich probiere mal damit zu fahren. Bei der Bremse? Vorwärts? Ja, vorwärts? Ah, ach, linken? Ah, ich muss erstmal die Gangschaltung aktivieren wieder. Hier ist wieder einer ohne. Ja, rundum leuchten. Ah, warte. Ja, gehen beide. Stark. Ja, dann gutes Gelingen, ja? Guten Tag wünsche ich dir bis heute Abend. Ja, ja, der Kamas ist schon beim Füllen bei der Mehlmühle. Kannst du nachher dort gleich weitermachen? Da kommt das schon ein Nist raus. So. Ach ja, hier ist schon voll. Was macht denn hier der Johnny hier? So, es gibt wieder Kohle. Also, dass jemand schon von dem Hänger die Paletten hier runterfallen? Naja, gut. Warum ist das normal, dass das sich so hin und her bewegt? In was bist denn du gerade drin? Johnny. Komm mal zu, ja. Zur Obstetage. Ja. Johnny ist. Es ist nicht normal sowas, ey. Salat ist wieder auch einiges da. Sagen, aber der Kameras hat ein bisschen Problem. Rein. Rein hier oder was? Wir gerne mal den Bodenkontakt. Gut, das Gerümpel kann ich dir auch noch abholen. Ja, wenn du mit dem Kamas fährst, hast du schon des Öfteren Bodenkontakt verloren. Aha. Förderräder verlieren immer mal den Kontakt. Der ist auf der. Mach langsam. War doch oben was in die Überproduktion. Ja, kannst du auch noch mal nachfahren. Ja, und in die Saatgutproduktion musst du immer gucken, da kannst du bestimmt auch noch mal Gärreste fahren. Boah, haben wir einen Haufen Geld, ey, guck mal. Kannst leider nicht sehen. Was kauft man? Guck mal, was ist das schon alles gewesen? Kannst ja mal probehalber den W50 mit den HLS, den wir heute drauf gemacht haben. Was? Was kaufen? Was kaufen? Du wirst doch mal was kaufen. B50 mit dem HLS, verstehen. B50. Warte, B50. Warte, ich gehe ins Händlermenü. In Silagehänger gehört ein B50 HLS. Der hat nämlich eine Pumpe hinten dran. Tom, nächstes Mal kann man sich bis neben der Straße stellen. Ja, ja, hat er aber sich nichts wissen an. Da muss ich mal schnell ins Händlermenü switchen. Ich wollte nur darauf hinweisen. So. Bergab geht, da kann man es doch ganz gut. Drücken wird noch mehr oder was? Ja. Ja, da wird von der Jene immer schneller, da musst du ganz schön bremsen hart manchmal. Ja, das Problem ist, kann so viel bringen.
ja in der Aufnahmesession mit 26.000 gestartet und habe es 112 gebracht. Hat sie wieder zugeschlagen. Ich habe nur den Alkohol und hier die Brötchen verkauft. Ich hatte vorhin schon einmal Dünger verkauft und Silage Öl weggeschafft. Ja, wie ich hörte. Nur noch ein bisschen Mehl verkauft. Ich könnte jetzt theoretisch noch hier Brot, hier Salat und hier Tomaten verkaufen, aber ich muss erstmal die Häckselbehälter leer machen. Das geht so eh nicht weiter. Also wenn jemand gleich nicht weiß, was er tun soll, kann er die Paletten auch wegfahren. Jemand mit dem Dings unterwegs, mit dem besten unserer anderen LKW mit der Schnauze vorne. Ural. Ural? Nö, der steht mit Palettenhänger am Hof. Ach Tom, wir müssen hier auf dem Server den Metra nochmal austauschen, ne? Ach so. Hier ist noch die überpowerte Version drauf. Ach so, gut. Kauft das Mehl, ne? Ja, 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 ist schon richtig. Mehl ist nass. Schon in Herbstende, in fünften Tag, da müssen wir mal sehen, da kommt noch ein Herbsttag und nachher müssen wir sehen, wie der Winter zuschlägt. Möchte man ja natürlich schon winterfest machen, das Winter-Equipment mit einplanen. Equipment? Ja, der Schneeschieber und sowas. Wir hatten ja ordentlich mit Schnee zu kämpfen. Jo, das stimmt. Tja, wenn man 30 Meter hohe Berge schiebt, ist kein Wunder. Jo. Da bin ich mal gespannt, ey, mit dem Schnee. Wir haben eine. Wie lange hat man gebraucht? 2 Stunden? Och, keine Ahnung. Ich glaube, 2 Stunden hat man gebraucht, um nur in den Hof leer zu kriegen. Okay. Aber man muss bedenken, wir mussten noch erstmal gucken, wie das erstmal alles so überhaupt funktioniert hat nachher. Darf es auch nicht vergessen. Ja, wunderbar geklappt, davon ab. Aber es hat halt lange gedauert. Ja,
bis wir erstmal den Dreh rauskriegen mussten. So, ich hab das Mehl jetzt hier weggefahren. Wie sieht's denn aus? Fällt der technisch noch irgendwas zu tun oder ist da alles easy? Der Felder müssen jetzt eigentlich nur noch wachsen. Es fällt 23, muss noch eine Wachstumsstufe raus und dann fehlt dort, glaube ich, auch noch einmal Dünger. Uns jetzt mal noch um die Produktion kümmern und um die Tiere, um die Kühe, bei den Kühe mal reinschauen, was da noch fehlt. Bei den Schafe und die Schweine vorbeischauen. Tiere. Ey, was? Sauberkeit ist nicht so geil, aber ansonsten sieht er aus. Passt eigentlich. Alles im grünen Bereich. Ja, was steht denn nicht? Oh, hier sind aber eine Menge Salatpaletten. Ja, das dachte ich ja gerade. Wer Lust hat, kann ich noch wegfahren. Salat und Tomate, ja, dann hol ich die mal ab, ne? Weil ich muss hier mal eben die Abfälle beseitigen. Salat und Tomate. Die eigentlich schon weiterverarbeiten? Nö. Einfach nur verkaufen. So ein Hamburger Snackladen hat Thomas leider noch nicht eingebaut. Schade, ne? Was gab's in der DDR, Tom? Gab's da schon gab's da so Hamburger und sowas? Hier wie bei den Amis, diese Diner und sowas? Gab's in der DDR auch sowas? Nee. Ich meine jetzt nicht direkt diese Diner, sondern. Du weißt schon, was ich meine. Nee, sowas gab's nicht. Bulettenbuden und sowas gab's und eine Goldbräuler-Bar gab's, aber Döner und sowas und oh Gott, das war ja vom Klassenfeind. Also die Düngerproduktion hat gleich genug Gärreste drin. Über 90%, fast an die 100. Ja. 3% fehlen. So gut. Ja. Ich habe gerade noch von der Dieselproduktion noch was weggenommen. Hier reingekippt, was gerade hier war. Dann fahr ich jetzt einmal runter und die andere Seite wohin? Komm. Was müsst du da jetzt machen? Die Gärreste. Wo sollte noch ein hin? Saatgutproduktion, musst du mal reingucken.
Blattkurs. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Bring einen hin. Ein Fass wird's ja noch. Da reichen aber glaube ich so plus 10.000 Liter so ungefähr. Ja, okay. Ja, 10.000 Liter klar, das ist genau rein. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ja, genau, drehen wir uns auch um die eigene Achse. Ja, fahr vorbei. Hier rum. Klar kommst du da rum. Alle Paletten drauf. Das ist geil. Das ist richtig geil. Machst du Geld, Junge? Geld aus, Junge. So, Salat. So, Konsum. Auf Geldchen Konsum. 16:30 ist es? Ne, 16:42. Tiger! Was? Was ist da los? Pass dich auf hier! Futterim ab! Ja, dann sind wir am Ende der heutigen Folge und wir sagen mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Lasst ein Däumchen da und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao! Tschüss! 3, 2, 1. Hallo, der